Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diese kleine Mini-Tasche für die Handtasche häkeln. Die ist gedacht für so Sachen, die lose in der Handtasche rumfliegen, wo wir nicht so richtig wollen, dass er lose drin ist oder wo man nicht so richtig wollen, dass er von jedem gleich gesehen wird. Dafür ist diese Tasche gedacht. Man kann sie super einfach öffnen. Ist nur mit so einem kleinen Knoten verschlossen. Und wie ihr seht, es ist jede Menge Platz. Die Hand passt fast komplett rein, da seht ihr, wie viel Platz da drin ist. Und genauso einfach ist sie auch wieder zugezogen. Und ich finde, es ist schon eine ganz praktische Idee. Gerade so einmal im Monat, wenn wir so Sachen mit uns führen, was nicht unbedingt jeder sehen muss. Natürlich verlinke ich euch wieder alle Materialien, die ich benutzt habe, unten in der Infobox und auch in dem angepinnten Kommentar. Und wie ich diese kleine süße Tasche gehäkelt habe, das zeige ich euch jetzt. Nutze ich das Verlaufsgarn von Liao. Das ist ein Milchgarn und wie ihr seht, in Weiß- und Schwarzverlauf. Dazu ein Maschenmarkierer und die Häkelnadel 3,5. Hier seht ihr den Verlauf auch noch mal richtig schön. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe. Und häkeln 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und die 4. Diese 4 Luftmaschen schließen wir mit einer Kettmasche zum Kreis. Und häkeln jetzt in die Mitte des Kreises 6 feste Maschen. Und die 6. Jetzt machen wir einen Umschlag und verdoppeln jetzt hier jede Masche. Das heißt, aus den 6 Maschen machen wir jetzt 12 Maschen. Wir stechen in die erste Masche ein, holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch alle 3 Schlaufen durch. Das war ein halbes Stäbchen. Und jetzt machen wir in die gleiche Masche noch ein halbes Stäbchen. Und so geht das jetzt die ganze Runde weiter. In jede Masche der Vorrunde machen wir 2 halbe Stäbchen. So, jetzt nehmen wir unseren Maschenmarkierer, weil wir verdoppeln jetzt nur noch jede zweite Masche. Das heißt, wir stechen in das erste halbe Stäbchen ein und machen ein halbes Stäbchen und stechen in das zweite halbe Stäbchen ein und häkeln da rein 2 halbe Stäbchen. Und wieder ein halbes Stäbchen und wieder 2 halbe Stäbchen in die nächste Masche. Und das machen wir jetzt auch die gesamte Runde lang. So, eine Runde Verdopplungen machen wir noch. Wir verdoppeln jetzt jede dritte Masche. Das heißt, wir stechen in die erste Masche ein und machen ein halbes Stäbchen. Stechen in die zweite Masche ein und machen ein halbes Stäbchen. Und in die dritte Masche stechen wir ein und machen 2 halbe Stäbchen. So, wenn wir die Runde fertig haben, schließen wir diese mit einer Kettmasche in die nächste Masche. Ziehen den Faden ein bisschen länger, stechen von unten durch die Arbeit durch, holen uns die Schlaufe auf die andere Seite. So, jetzt tauchen wir in die nächste Masche ein und auf der anderen Seite wieder auf mit der Nadel, holen uns den Faden, ziehen durch, haben 2 Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Das ist eine feste Masche. Und so machen wir es jetzt die gesamte Runde lang. Das heißt, wir stechen in ein Stäbchen ein, stechen hinter dem halben Stäbchen lang, holen uns den Faden und machen eine feste Masche.
einstechen oder durchstechen, hinter dem halben Stäbchen lang wieder vorkommen, eine feste Masche. Ich zeige euch das nochmal langsam. Wir stechen durch die Arbeit durch und heben das halbe Stäbchen hoch und kommen auf der anderen Seite wieder heraus und machen eine feste Masche. Das gibt dann so einen tollen Rand. Wie ihr seht, der ist dann schon ein bisschen dicker. So sieht das vielleicht schöner. So, die letzte Masche ist gehäkelt. So sieht der Rand jetzt aus. Wie ihr seht, ein schöner, dicker Rand. Und wir beenden die Reihe mit einer Kettmasche in unsere allererste Masche. Eine Luftmasche, ein Umschlag und jetzt häkeln wir halbe Stäbchen. Ohne Zunahme, ohne Abnahme, einfach halbe Stäbchen, bis wir die Höhe erreicht haben, die wir gern haben wollen. So sieht das jetzt mit den ersten halben Stäbchen aus. Und jetzt häkeln wir das Ganze in Spiralrunden einfach in die Höhe, wie wir es haben wollen. So, ich habe jetzt meins 8 cm in die Höhe gehäkelt. Alles weiter gehäkelt in halben Stäbchen. Und jetzt fangen wir mit der Abschlusskante an. Dafür stechen wir in die nächste Masche ein, machen eine feste Masche, machen zwei Luftmaschen und stechen in die Masche wieder ein und machen wieder eine feste Masche. Jetzt stechen wir in die nächste Masche ein, eine feste Masche, drei Luftmaschen und wieder eine feste Masche in dieselbe Masche. Nächste Masche, eine feste Masche, zwei Luftmaschen, eine feste Masche in dieselbe Masche. Und jetzt das gleiche, nur mit drei Luftmaschen. Und so geht das jetzt die ganze Runde weiter. Einmal zwei Luftmaschen und dann die feste Masche. Und einmal mit drei Luftmaschen. Nachdem wir die Runde beendet haben, haben wir so einen wunderschön gekrisselten Rand. Den Faden können wir dann abschneiden und vernähen. Hier könnt ihr euch den Rand noch mal ansehen, wie er so wunderschön gekrisselt ist. Und als nächstes schlagen wir noch mal eine Schlaufe an, lasst aber diesmal einen etwas längeren Restfaden stehen. Und wir häkeln jetzt nur Luftmaschen. Das wird jetzt eine schöne kleine Kurbel, die dann durch die Tasche passt. So, ich habe jetzt hier eine Luftmaschenkette von gut 30 cm. Den Faden schneiden wir auch etwas länger ab und ziehen ihn einfach durch. Nun nehmen wir uns den Faden und wickeln uns den so um 3 Finger. Einfach so ein paar Mal drumherum. Da haben wir so ein Fadenbuschelchen, nenne ich das jetzt einfach mal.
Das knoten wir jetzt mit dem längeren abgeschnittenen Faden fest, aber richtig gut fest, dass sich das wirklich nicht nochmal löst. Und dann können wir hier unten unsere Buschel aufschneiden. Und den Faden auch an die Buschel anpassen von der Länge her. Das wäre jetzt schon die eine Seite. Und nun fädeln wir erstmal die ganze Kordel durch die Tasche, bevor wir die andere Seite machen. Und nun machen wir dieses gleiche Buscheldings auch an die andere Seite. So, und wie ihr seht, man kann es wirklich schön zuziehen und auch super verschließen. Und jetzt haben hier unsere ganzen Frauensachen drinnen Platz. Ob das jetzt der Einkaufschip ist oder der Lippenstift oder was auch immer bei uns lose in der Handtasche rumfliegt. Hier können wir es reintun und dann fliegt es nicht mehr lose drinnen rum. Oder wenn wir wollen, dass es nicht gleich auf den ersten Blick gesehen wird, können wir das hier schön reintun. Und da fällt uns garantiert schon das eine oder andere ein, was wir so mit uns mitführen, was uns vielleicht nicht so ganz angenehm ist, wenn das jeder gleich sieht, wenn wir mal was an der Handtasche suchen. Und wenn ich von mir aus gehe, also ich suche regelmäßig in meiner Handtasche. Ich denke mal, euch geht es nicht anders. Es lässt sich wunderbar einfach öffnen und bietet jede Menge Platz. Das ist so ein kleines Utensil für uns Frauen. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet jetzt viel Spaß bei dem Video, bei der Anleitung und mit diesem kleinen Utensil für uns Frauen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.